Und jetzt hast du erzählt, dass du mit der Karnivorenernährung da zum Ziel gekommen bist, ne? Das ist ja in einer Welt, wo überall vegan gepredigt wird, schon ein sehr kontroverses Thema. Nichtsdestotrotz, lass uns da mal reingucken, weil es hat ja vielen Leuten schon geholfen. Also man hört ja an vielen Ecken, also auch YouTube zum Beispiel, gibt es viele Erfahrungsberichte, dass es den Menschen wirklich geholfen hat, ne? Wie waren denn da deine ersten Schritte? Also es ist ja wahrscheinlich auch für dich nicht der einfachste Schritt gewesen, jetzt plötzlich in die Richtung zu gehen, oder? Mit dem, was wir alles gelernt haben vorher. Nee, es war nicht der einfachste Schritt, aber ich muss sagen, ich habe ja davor schon 3 oder 4 Jahre, kriege ich jetzt gerade nicht mehr genau zusammen, habe ich ja schon so viele verschiedene Sachen durch. Da war das jetzt ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr das Härteste, ne? Also da habe Ja. ich andere Sachen vorher gemacht. Ich habe mich 2 oder 3 Monate fast ausschließlich von Pulver ernährt, also diese Ach ja, okay. Elementar-Diät, ne? So genau, so eine Woche mal Wasserfasten. Ketogene Ernährung hatte ich vorher auch lange Zeit gemacht. Also ich war über so viele Jahre schon sehr eingeschränkt, auch deswegen, das war gar nicht mehr das Schlimmste. Ja. Aber ich muss auch wirklich sagen, die Maßnahmen, die ich davor gemacht habe, die haben schon den ersten Grundstein gelegt. Ich weiß nicht, ob ich mit der Carnivoren-Ernährung von Anfang an die gleichen guten Ergebnisse erzielt hätte. Das kann ich einfach nicht sagen, ne? Deswegen, das möchte ich auch mal betonen. Aber was ich zum Beispiel eben nicht weggekriegt habe, waren halt immer noch irgendwelche Verdauungsprobleme, so also wechselnden Stuhlgang, so Durchfall, Verstopfung, starke Blähungen, wirklich stark übelriechend. Und das ist ja auch sehr lebenseinschränkend. Also niemand Ja. möchte damit irgendwo hingehen und sich das andauernd verkneifen müssen. Das macht dann Ja. Bauchschmerzen. Also ich bin irgendwie jeden Tag von der Arbeit nach Hause und dann musste erstmal die Beine hochlegen und den Winden freien Lauf lassen und so. Also du verabredest dich nicht, du isolierst Ja. dich und so. Deswegen, das ist auch nicht schön, ne? Nein, auf keinen Fall. Und Ja. ich stand ja genauso da und dachte so, wieso ist das eigentlich so? Weil ich ernähre mich doch super gesund. Ich esse total viel Gemüse. Ich habe zu dem Zeitpunkt kein Getreide mehr gegessen. Ich habe, wie es auch so oft empfohlen wird, nur ganz wenig Fleisch und wenn dann auch gutes Fleisch und eher dann nur so Hühnchen und mal Lachs und so, ne? Ich habe keine Eier gegessen. Ich glaube, ich habe kein Getreide mehr gegessen zu der Zeit, außer vielleicht noch Reis. Ich habe keine Eier mehr gegessen, kaum noch Milchprodukte, vielleicht mal Butter, aber sonst auch nichts. Kein Obst gegessen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gegessen habe überhaupt noch, ja. Also Ja, wollte ich auch gerade fragen.